Hallo und herzlich willkommen in meiner Werkstatt. Ich begrüße euch. Ich habe euch ja versprochen, dass es spannend weitergehen wird. Und ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Ja, ich baue nämlich jetzt weiter an meiner Trilogie der schwebenden Schränkchen. Zwei sind ja schon fertig. Wer das noch nicht verfolgt hat, wer neu jetzt zuschaut, dann will ich das nochmal zeigen. Die Trilogie schwebende Schränkchen, weil die stehen nicht auf normalen Füßen oder Sockeln oder Beinen, sondern die schweben an diesem fließenden Holz. Ja, im Kontrast dazu klare Kästen bzw. Schränkchen und das erste mit Füllungstüren, das zweite mit Schubkästen und ja, und jetzt fehlt ja noch das dritte. Zu einer Trilogie gehören drei. Und dazu muss ich noch mal kurz ausholen. Ich habe nämlich den Schränkchen Charaktere verliehen. Das erste, das ist noch etwas klein im Wachstum, das ist der Jüngling. Bescheiden, aber ganz schön. Der zweite ist der Macho. Der gibt ordentlich an, ja, von seiner Statur her schon, Brust raus. Und da lässt sich ordentlich einen raushängen mit etlichen Verzierungen. Ganz tolle, auffällige Frontpartie. Ja, und das dritte, was noch fehlt, das haut alles um. Das wird die Diva, ja, die Grande Dame. Die wird schlank und hoch, das Schränkchen. Geheimnisvoll wird sie uns hinterlistig hinters Licht führen. Ja, also daran baue ich jetzt. Ich habe schon angefangen. Bekommt einen versteckten Mechanismus zum Öffnen der Tür. Bekommt extra noch ein Geheimfach. Deswegen geheimnisvoll und hinterlistig. Ja, und an dem dritten baue ich jetzt an der Diva. Und ich habe schon angefangen, weil das mit dem Geheimfach und so habe ich mir lange Zeit überlegt, ob ich es zeigen möchte, aber ich zeige es. Ich will einfach das mit jemandem teilen, auch wenn das Geheimfach dann kein Geheimfach mehr ist, aber die Freude wiegt das auf und wahrscheinlich wird es sowieso in meinem Bestand bleiben. Ja, also, geht's jetzt los, das soll die Begrüßung des Startschuss dazu sein und ich räume das mal schnell weg und zeige, was ich schon bis jetzt gemacht habe. So, ich wollte das schneiden, aber egal, die paar Sekunden. So, ich brauche jede Menge Leimholz, wird aus Birnenholz gefertigt und das fließende Holz, an denen das Schränkchen schwebt, wird aus Wurzelholz vom Pflaumenbaum. Die zwei Brettchen sind aus vier schmalen Brettchen verleimt, ergibt einen Ober- und einen Unterboden, halt so rum. Ober- und Unterboden. Und dann habe ich hier vier Seitenwände sozusagen. Sind auch aus drei bzw. vier schmalen Brettchen schon verleimt, teilweise noch nicht abgerichtet. Ich brauche vier Seitenwände deshalb, weil der Schrank wieder aus einem äußeren und inneren Schrank bestehen wird. Das brauche ich, weil ich einen Hohlraum brauche zwischen dem äußeren und dem inneren Schrank für meinen Mechanismus, den ich ausgeklügelt habe. Keine Angst, ich werde es zeigen. Ja, und diese sind also auch schon fertig hier, zum Teil schon mit Zeichen versehen, wie sie zusammengebaut werden sollen. Und alles wieder mit Handwerkszeug, mit klassischen Holzverbindungen, wie zum Beispiel eben halbverdeckte Zinken, Gärungszinken und sowas. Was habe ich noch für eine Besonderheit? Ja, also jetzt habe ich Oberboden, Unterboden, vier Seitenwände. Jetzt fehlen ja noch vorne und hinten. Wird beides wie eine Tür ausgebildet, damit man nicht erkennen kann, wo vorne und hinten ist. So, und diese Türen, da muss ich jetzt noch das Leimholz dafür schneiden, sägen und hobeln. Da
lege ich Wert drauf, dass das ein besonders schönes Maserungsbild hat. Bin ich also auf der Suche, hier was Passendes zu finden. Passiert mir also auch, ihr werdet das sehen, dass ich was aufsäge, was ich nicht verwenden kann. Das muss ich beiseite legen, vielleicht für was anderes später mal. Also das ist jetzt nochmal eine langwierige Sache, die ich in Ausschnitten zeige, bevor es dann in den Zusammenbau geht. Also, drückt mir die Daumen. Ich weiß nicht, ob alles funktionieren wird. Ich bin der Überzeugung, aber wissen tue ich es erst hinterher. Und ihr auch. Also, geht los. Ich brauche jetzt noch ein bisschen Holz, ein paar Brettchen für die Türen meines dritten schwebenden Schränkchens, für die Diva. Und da habe ich hier nochmal ein Stück vom Baumstamm Birne. Und von dem Stück erhoffe ich mir jetzt hier, dass ich ein paar schöne Brettchen abschneiden kann. Ich will aber nicht alles auftrennen, deswegen teile ich das jetzt erst einmal. Hat schon immer angefangen und mache das jetzt fertig. Das helle Holz von der Birne und hier dieser nougatfarbene Rand, der sich hier drinnen gebildet hat. Und ich will ja das dann wieder verleimen zu einem Brettchen. Und dann will ich braun und braun machen. Und erhoffe mir da ein schönes Bild. Mal sehen, was es hergibt. Ja, jetzt habe ich das Stück hier. Hier ist von diesem Einwuchs, kommt hier schon so ein kleines Bündchen. Also die Brettchen von der Seite werden nicht ganz sauber werden. Vielleicht kann ich es trotzdem nehmen. Das will ich jetzt erstmal von der Seite. Und bevor ich hier mein Brettchen absäge, muss ich das natürlich erstmal hobeln. Die Vorderzange ist ein bisschen schmächtig, aber vielleicht hält es trotzdem. Mal gucken, wie das Holz aussieht, was sich hier zeigt. Also das ist kein schönes Holz hier. Die Seite kann ich definitiv nicht nehmen. Dann bin ich mal gespannt, wie es hier aussieht. So, jetzt habe ich das soweit. Das ist die Stelle, die ich gemeint habe. Die zieht sich jetzt durch den ganzen Stamm durch. Aber das kann man dekorativ mit einbeziehen. Und ansonsten geht die Seite schon. Jetzt will ich mal doch noch die andere ein bisschen hobeln. Vielleicht geht das weg hier. So, das lasse ich mal. Schneide ein Brettchen ab und guck mal, wie es dann noch einen Zentimeter aussieht.